Hallo aus dem Ruhrgebiet, hallo aus Bochum, hallo vom ICE 1 Baureihe 401. Wir sind unterwegs auf der Hauptstrecke Rhein-Ruhr und zwar das erste Mal jetzt hier im TSW 4 auch mit der Baureihe 401, beziehungsweise mit dem ICE 1 sind wir bisher nicht gefahren. Und ich würde sagen, wir setzen uns in den Zug und rüsten auf und fahren dann los. Dafür einmal hier hineingestapft, Tür zu und dann drehen wir uns hier in die Richtung, öffnen die Tür, schließen sie wieder und setzen uns hin. Dann einmal den Fahrtrichtungswender nach vorne und die Türen links freigeben. Genau, Zugbeeinflussung sagt es. Dann drehen wir uns mal hier nach hinten hin. Gehen mal auf die V-Soll-Freigabe, also mit genau die AFB ein und dann V-Soll-Freigabe. Ich höre einen Zug. Ja. Ein 185, sehr schön. Und die PZB und die LZB machen wir noch an. Genau, das war's. Dann setzen wir uns wieder hier hin. Dann müssen wir einmal hier auf die Kartenansicht gehen, denn wir müssen uns noch hier eine Route setzen. Das Ganze ist nämlich hier im Sandbox-Modus. Und wir fahren all the way up bis nach Duisburg Hauptbahnhof und zwar hier auf diesem Gleis fahren wir ein und schauen mal ganz kurz. Wir können uns nämlich auch einen Wegpunkt setzen. Wir überprüfen den Weg und zwar genau, wir fahren dann hier den Weg über die Fernverkehrsstrecke bzw. die Hauptstrecke. Das hier ist die S-Bahn-Strecke, die wollen wir nicht nehmen. Fädeln dann hier ein und hier ist dann Essen Hauptbahnhof. Genau, ja. Und da möchte ich dann bitte auf Gleis 1 einfahren. Das tun wir auch. Das ist hervorragend. Signal ist auf grün. Wir schließen die Türen, geben den Türschließbefehl. Schauen einmal ganz kurz raus, ob das soweit geklappt hat. Jawohl, Türen sind zu. Dann müssen wir noch die Beleuchtung hier einmal einschalten und die Spitzensignale sind an, hervorragend. Und hinten haben wir zweimal rot. Super, das passt perfekt. Dann stellen wir uns noch die AFB auf. Gehen wir erstmal auf 40. Dann Bremsschlüssel auf freigestellt. Führerbremsventil lösen. Fahrschalter auf die F-Stellung, warten bis die Fahrmotoren anspringen, beziehungsweise die Fahrmotorlüfter. So, und jetzt können wir langsam Leistung aufschalten. Hervorragend. Ich nehme mal so ein bisschen die Bewölkung hier raus. Oder, ne? Doch, ich nehme diese ein bisschen raus, weil das etwas sehr geblendet hat. Ja, doch. Oder machen wir das lieber voll bewölkt? Ne, ich fand es ehrlicherweise mit weniger Bewölkung irgendwie schöner. So, genug hier selbst rumgespielt am Wetter. Das können wir in der Realität ja eigentlich auch nicht machen, also sollten wir das vielleicht auch jetzt nicht machen. Ein bisschen mehr Leistung aufschalten. Wir können uns befreien, denn wir dürfen ausfahren mit 120. Und stellen direkt die AFB auch entsprechend ein auf 120, ne? 119, da 120. Perfekt. Ein bisschen Leistung aufgeschaltet. Und dann, das hier ist die Strecke nach Gelsenkirchen. Fährt da normalerweise irgendwie so eine Regionalbahn, glaube ich, lang. Elektrifiziert und hier erstmal eingleisig. Man fährt auch hier am Bahnhof am sogenannten Bermuda-Dreieck vorbei. Das ist hier auf dieser Seite. So eine Art, ich glaube, das ist so eine Art Club, Schrägstrich Restaurant. Also da kann man auf jeden Fall irgendwie seine Freizeit gut verbringen. Da ist auch noch oben drauf auf dem Bermuda-Dreieck. Das ist ein rundes Gebäude und oben drauf befindet sich dann sogar noch ein kleines Fußballfeld mit sehr hohen Netzen drumherum.
Also auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Konstruktion dort so. Dann AFB auf 160 gestellt. Kollegen gegrüßt. Das ist die 185, die gerade an uns vorbeigerauscht ist. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Gelegenheit, einmal ein Foto zu machen. Genau, das sieht doch irgendwie ganz hübsch aus. Wir zoomen mal ein bisschen rein. So, Schärfentiefe runtergestellt. Und dann setzen wir den, nein, nicht die Rotation. Das wollte ich nicht. Da bin ich nicht so ein Fan von, ehrlicherweise. Aber den Fokuspunkt müssen wir natürlich setzen. Genau, einmal so hier. Wir können auch vielleicht einmal auf die andere Seite rüberfliegen. Und vielleicht irgendwie ein Foto so hinbekommen, dass wir die 185 und die 146 auch noch im Bild haben. Genauso wie den ICE1 vielleicht. Ja, so. Na, bin ich ganz zufrieden, muss ich sagen. Ja, das ist doch ein, glaube ich, ganz hübsches Bild. Und vielleicht drehen wir uns jetzt einmal auch noch um. Und dann war es das mit den Fotos für heute. Gut, das sage ich jedes Mal und dann war es das aber nicht. Jo, das sieht doch hübsch aus. Das gefällt mir sehr. So, wir konzentrieren uns jetzt mal aufs Fahren. Hier rechts so ein kleiner Industrieanschluss, nicht elektrifiziert. Theoretisch könnte man sich jetzt hier mit dem Freeroam-Modus Man wollte hier vorne diese Gleisanschlüsse auch noch ein bisschen näher angucken. Denke ich mal. Aber da ist auch halt auch nicht viel zu erkunden, ehrlicherweise. So, einmal kurz ins Mikrofon gedutscht. Sorry. So, das hier ist jetzt die Strecke, die abzweigt, die Richtung Essen-Stiele geht, beziehungsweise über Essen-Stiele verläuft. Sind wir schon ganz, ganz, ganz lang nicht mehr zusammen gefahren. Könnten wir vielleicht mal machen. In Realität sind dort 422er unterwegs, genauso wie auch hier im TSW. Wir könnten das aber vielleicht mal mit irgendeiner anderen Baureihe machen. Vielleicht mal mit einem 425er oder ja, was noch? Dem ÖBB Talent in der DB-Lackierung wäre vielleicht auch mal eine Möglichkeit. Wir können hier noch die Displays umstellen. Die AFB bremst uns jetzt ein wenig ab, denn wir haben die 160 erreicht. Das macht sie schön mit E-Bremskraft. Oh, entschuldigt, aber das ist auch ein schönes Bild. Ja, ich weiß, ich sagte vorhin, wir lassen jetzt das Kameratool Kameratool sein, aber ihr seht es ja selbst, es sieht einfach schön aus. So, einmal vorbei an Wattenscheid. Wo immer mal wieder, nicht oft, aber immer mal wieder auch Regionalexpresse einfach über die Station hinausschießen, obwohl sie da eigentlich halten müssen. Also das ist wohl im Laufe der Zeit immer mal wieder passiert hier in Wattenscheid, dass da, joa, die ein oder anderen Verbremser gab. Und da kommt uns wer entgegen. Wir blenden einmal auf und ab. Sehr schön. Ja, was gibt es sonst zum ICE1 zu sagen? Das ist der ICE1, der mitgeliefert wurde mit Kassel-Würzburg für TSW 3 damals. Und wir sind jetzt hier auf einer TSW 2-Strecke unterwegs. Dementsprechend sind die, ja, wenn wir jetzt das, das Licht anschalten, dann seht ihr es ja. Wir können eigentlich auf reduziert sogar lassen. Okay, genau, wir können so abblenden. Wir können einmal hier auf reduziert abblenden, statt dass wir das Fernlicht nutzen und dann einmal die Augen
der Leute, die uns entgegenkommen, weglasern. Das wollen wir natürlich nicht und das wollen die Leute sicherlich auch nicht. Dementsprechend können wir einfach stattdessen lieber abblenden. So, Signale zeigen weiterhin Fahrt an. Ankündigung auf 140 haben wir hier. An Kreis Süd. Und Essen Hauptbahnhof ist jetzt nicht weit weg. Das heißt also, wir können gleich schon anhalten. Fahren dort auf Gleis 1 ein. Meines Erachtens ist Hauptstrecke Rhein-Ruhr ein ziemlicher Underdog als Strecke. Wenn diese Strecke jemals ein Update bekommen sollte, wo vielleicht so ein bisschen die Szenerie in Essen und in Bochum noch nachgebaut wird, wo ein bisschen die Vegetation verbessert wird, die Szenerie hier am Streckenrand verbessert wird und der Fahrplan halt überarbeitet wird, sodass wir halt richtig Fernverkehr haben mit ICEs. Aktuell haben wir nur Intercities im Fernverkehr. Dann glaube ich, dass diese Strecke wirklich eine unglaublich gute, vielleicht sogar eine der besten Strecken im TSW werden kann. Zusammen mit einem Lichtupgrade auf die Lichtverhältnisse von TSW 3 bzw. 4. Dann glaube ich halt wirklich, dass Hauptstrecke Rhein-Ruhr eine der besten Strecken im TSW ist, weil man hier einen unglaublich dichten Fahrplan hat, sehr viele Gleise gleichzeitig und einfach eine sehr, sehr hohe Variabilität an KI-Verkehr. Aber dafür bräuchte die Strecke auf jeden Fall mal ein Upgrade. So, ab hier gelten die 100 und wir fahren jetzt gleich ein auf Gleis 1 in Essen Hauptbahnhof. Rechts von uns Gleis 21 und 22. Absurderweise. Der Aufstieg befindet sich in Fahrtrichtung links. So, fahren wir noch ein bisschen vor. Essen sieht ein bisschen anders aus. Auch da wäre es schön, wenn es da mal ein Upgrade geben würde. Tür auf. Hervorragend, Türen sind auf. Ja, ne, also der Bahnhofsvorplatz von Essen sieht eigentlich etwas anders aus. Die Gebäude erinnern zwar so ein bisschen daran, ne? Hier ist eigentlich ein McDonald's, hier in diesem kleinen Kasten hier. Und hier stehen gar keine Busse, sondern hier stehen Taxis. Und die Straße sieht auch ganz anders aus, ehrlicherweise. Die ist auch viel breiter. Und hier gibt es keine Straße, die hier lang verläuft. Und hier ist praktisch die Fußgängerzone erstens. Also hier ist halt ein großer, großer Vorplatz, auf den man eigentlich runtergucken kann, wenn man halt im Zug sitzt. Ja, also da gibt es auf jeden Fall einiges an Verbesserungsbedarf. Auch die andere Seite, ganz klar, auch die sieht natürlich nicht so aus, wie hier dargestellt. Na, also da gibt es halt wirklich großen Nachholbedarf. Ja, definitiv. Hier in Essen Hauptbahnhof. Gleich können wir dann die Türen auch schon wieder zumachen. Schau mal, was steht denn hier auf der Zugzielanzeige? Okay, der RE2.
Oh ne, hier steht jemand genau vor uns. Aber auch eigentlich ein cooles Bild, oder? Wenn man hier. Ah, okay, der sieht aber ein bisschen doof jetzt aus. Naja, so. Bremsen lösen. Fahrschalter in F-Stellung. Fahrmotorlüfter springen an. Und jetzt können wir Leistung aufschalten. Und verlassen Essen Hauptbahnhof. Über Mülheim Hauptbahnhof fahren wir einfach drüber. Und halten dann in Duisburg. Sehr, sehr schön. Hervorragend. Dann können wir die AFB schon mal auf 160 hochstellen. Die dürfen wir eh jetzt gleich ausfahren. Ab hier gelten 130. Hier die, das S-Bahn-Betriebswerk von Essen-Waldhausen. Und hier gelten 160. Hier stehen auf jeden Fall eigentlich 422er und Flirt 3 Züge. Unter anderem. Und die Dieseltriebzüge, die Zero-Dieseltriebzüge der Nordwestbahn, beziehungsweise jetzt heißen die mittlerweile, glaube ich, Rhein-Ruhr-Bahn. Hier stehen auch meistens, oder hier vorne, hier rechts, stehen meistens auch ein paar Flirts noch abgestellt, Flirt 3 XL-Züge. Das ist Essen-West. Wo wir gerade hier vorbeifahren. Sieht vergleichsweise realistisch aus, muss ich an dieser Stelle übrigens sagen. Oh, passt soweit, ganz gut. Und das ist Essen-Frohnhausen. Hier unten die Gleise, die praktisch drunter führen und dann hier in dieser Unterführung rechts abgehen. Das sind die Gleise, die führen dann Richtung Borbeck, Richtung Essen-Borbeck und dann noch weiter Richtung Coesfeld, also ne, so Richtung Münsterland geht es dann in diese Richtung dort. Und wie Sie sehen, das Signal hier links ist auch grün, wer weiß, vielleicht. Ja, wobei, ja, ich habe gerade gedacht, gehofft, dass wir vielleicht noch fliegend überholt werden, aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ja, Intercity-Züge sind auch im Ruhrgebiet letztlich nichts anderes als Regionalexpress-Züge. Denn die halten ja basically an die gleichen Haltestellen im Ruhrgebiet wie auch die Regionalexpress-Züge. Ja, also mit. Jetzt müssen wir einmal runter, bevor eine Zwangsbremsung kommt von einem Geschwindigkeitsprüfabschnitt. Hat mich schon oft genug hier abgeschossen. Ja, also genau, die Regionalexpresszüge, die halten ja in Bochum, in Wattenscheid, in Essen, in Mülheim und in Duisburg. Und es gibt halt Fernverkehrszüge, die halt wirklich an all diesen Haltestellen auch halten, mit Ausnahme von Wattenscheid, da hält kein Fernverkehr.
Wir fahren jetzt einfach mal über Mülheim drüber, aber es gibt ja auch ICEs und Intercities, die hier in Mülheim auch halten. Also es ist wirklich vom Fahrbetrieb her nicht anders als ein Regionalexpress hier an dieser Stelle. Aber gut, ne, das ist halt eben das Ruhrgebiet, dass da wirklich eine Großstadt an der nächsten dran klebt. Also jetzt müssen wir wirklich runter mit der Geschwindigkeit auf 100. Denn hier ist der Geschwindigkeitsprüfabschnitt und diesmal hat er mich nicht abgeschossen. Sehr gute Bremseigenschaften vom ICE1. Und das ist Mülheim an der Ruhr Hauptbahnhof. Jetzt hier hinter dieser Kurve. Aber wie gesagt, da fahren wir jetzt einfach nur durch. Und ab hier gelten 130. Das heißt, wir können schon mal die AFP hochstellen und bis wir beschleunigen, dürfen wir eh schon 130 fahren. Ja, wobei ich nehme nochmal die Leistung raus. So, und jetzt aber. Schon 140 und jetzt gleich auch 150. So, das müsste Mülheim an der Ruhr West sein, meine ich. Genau. Hier hält nur die S3, sonst halten hier, glaube ich, keine anderen Züge. Da ist ein Regionalexpress. Wir dürfen 150 fahren. So. Und das ist Mülheim Stürum. Hier hält ein bisschen mehr. Hier hält auch die S1 unter anderem. Das war, glaube ich, die S3. Genau. Nach Hattingen. Und in die andere Richtung fährt die S3 nach Oberhausen. Also fährt jetzt, ich würde dann hier über diese die Überführung fahren. Kann uns das hier mal von oben angucken. Genau, und fährt dann, meine ich, in die Richtung, oder? Ich meine schon. Hier fahren wir dann einmal über die Ruhr hinweg. Hier ist aber eigentlich auf der rechten Seite in Realität oh, ein Windrad. Genau, hier kommen nämlich die Gleise aus Oberhausen. Ja, Zwangsbremsung. Genau, hier kommen eigentlich die Gleise aus Oberhausen. Also es ist im Grunde genommen ein riesiges Gleisdreieck hier. Ja. So, jetzt haben wir doch die Zwangsen bekommen. So, wir haben ungenügend Luft in der Bremsleitung, deshalb müssen wir die Hauptluftleitung füllen, bis wir 5 Bar haben in der Hauptluftleitung. Dann Fahrschalter auf Minimal bzw. auf F. Und jetzt können wir ein bisschen Leistung aufschalten.
und können uns auch eigentlich befreien, denke ich. Bin mir nicht so ganz sicher, weshalb wir eigentlich genau die Zwangsform so gerade bekommen haben, aber wir waren ja eh in der Außenkamera. Aber gut, so langsam sind wir noch nie über diese Brücke gefahren. Dann können wir sie auch mal ein bisschen hier anerkennend schön finden. Das sieht auch irgendwie ganz hübsch aus mit der Sonne, die da immer wieder durchkommt. Und, ne? Also diese Brückenkonstruktion. Boah, kann sich sehen lassen. So, bis Duisburg sind es dann auch nur noch 2,8 Kilometer. Wir dürfen gleich nur noch 100 fahren und danach auch nur noch 60. Bis dahin können wir aber auf jeden Fall noch mal ein bisschen Geschwindigkeit aufnehmen. Hier fahren wir jetzt gerade über die A40 drüber. Also das hier ist die Autobahn, die A40. Ankündigung auf 100 müssen wir nicht bestätigen, aber da vorne Ankündigung auf 60 müssen wir natürlich bestätigen. So, ist bestätigt. Einmal den Kollegen grüßen. Hat uns jetzt nicht zurückgegrüßt, aber ist okay. Da vorne haben wir dann halt zu erwarten, endgültig. Und sind dann jetzt im Duisburg Hauptbahnhof. Das bestätigen wir nochmal. Halt zu erwarten. Gleis. Und fahren jetzt hier auch geradeaus bzw. rechts. Vorne auch ein bisschen Rollmaterial abgestellt. Die Regionalbahn, die RB33. RE1, glaube ich, ne, nach Aachen. Okay, und wir halten an. So, gucken, wo unser Signal steht. So, das ist hier vorne. Und dann halten wir an, genau dort bei der H-Tafel am Ende des Bahnsteigs. 500 Hertz Magnet ist auch an. Und das ist doch, glaube ich, ein sehr, sehr, sehr guter Halt. Wir geben die Türen frei. RE6, nicht RE1. Ja, weil dort steht Aachen und hier steht Kölnmann Flughafen. Okay. Whatever. Ich verabschiede mich von euch hier mit diesem
Blick können wir uns einmal von oben angucken. Duisburg Hauptbahnhof sieht in Realität ehrlicherweise viel, viel schlimmer aus, als es hier im TSW aussieht. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Alles Gute, alles Liebe, ciao.